Ja, jetzt liegen sehr intensive, arbeitsintensive, auch anstrengende Tage hinter uns. Es war sehr spannend, auch nicht immer spannungsfrei. Wir haben über viele Themen diskutiert, auch sehr kontrovers, aber letztlich sehr zielführend auch. Und insgesamt, glaube ich, kann man zufrieden sein. Man muss schauen, wie es jetzt weitergeht. Überhaupt mit der Synodalität in der Kirche in Deutschland. Da haben wir heute Morgen sehr lange, den ganzen Vormittag eigentlich diskutiert, wie nach dem sogenannten synodalen Weg synodale Strukturen dauerhaft auch in unserer Kirche eingerichtet werden können. Das ist auch im Papst ein ganz großes Anliegen. Apropos Papst, gestern war das Papier über Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche auf der Tagesordnung, ist auch mit großer Mehrheit angenommen worden. Ich habe auch angeregt, dass wir diesen Text, weil das so ein drängendes Thema ist, im November, wenn alle Bischöfe eine ganze Woche lang zum Ad Limina-Besuch in Rom sind, mit dem Papst selber diskutieren. Welche Möglichkeiten und Chancen, Perspektiven sieht der Papst selber für die Stellung der Frau in der Kirche von heute? Das müssen wir mit dem Papst diskutieren, das können wir nicht in Deutschland selber, wenn es vor allem um Strukturen geht oder um Ämter, entscheiden. Wir haben sehr viele Texte, die wunderbare theologische Passagen haben, zeitgenössische Sprache. Ich finde sehr viele Texte bedenkenswert, dass wir, würde ich vorschlagen, sie dann auch in unseren Räten, Dekanatsrat und Diözesanrat und in den verschiedenen Gruppen, auch in den Klöstern, für die ich auch von Rottenburg aus ja auch zuständig bin, dass wir es da auch zur Diskussion geben, damit wir schauen, kommen diese Texte auch an der Basis an, kommen die von der Basis und gehen die wieder zur Basis, haben die mit dem Leben der Menschen tatsächlich was zu tun? Und von daher, glaube ich, werden einige neue Impulse jetzt auch von den Beschlüssen und Beratungen vom Synodalen Weg auch in unsere Diözese hineingehen. Das ist meine Hoffnung und das finde ich auch ein gutes Ergebnis.